Alola und willkommen zu einem neuen Pokémon-Unboxing. Ich habe heute die Blitzerbox für euch und ich kann es kaum erwarten. Ich bin heute sogar passend dazu geschminkt und alles nur für Blitzer. Deswegen schauen wir mal schnell, was da so Schönes drin ist. Ich hoffe doch einiges. Tatsächlich mag ich Flamara und vor allem Aquana lieber, aber ich habe schon gesehen, die Blitzerboxen haben es teilweise ganz schön in sich. Ich hoffe bei mir auch. Und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Ich habe sie schon ausgepackt im Sinne von Folie weg, weil... Geht jetzt nicht auf. So. Weil sonst spiegelt sie so furchtbar. Und das wollte ich jetzt nicht bei Fotos. Also klar, Code ist wieder drin, ne? Und dann haben wir 4 Booster wie gewohnt. Ich zeige euch aber erstmal kurz das süße Blitzer. Das wäre dieses hier. Ich finde das Design so unfassbar cool. Also besser treffen hätten sie es nicht können. Richtig geil. Und wir haben 4 Booster. Sonnenmondbasis. Wow. Sturm am Firmament, was sich sehr gut trifft. Davon habe ich fast keine Karten. Und 2-mal Teams sind Trumpf. Ich muss sagen, Teams sind Trumpf hat mich jetzt nicht so wirklich angemacht, also SM9. Aber da ich noch keine Karten davon habe, werden wir mal schauen. Vielleicht habe ich ja trotzdem Glück. Und vor allem Sturm am Firmament hatte so schöne Booster. Aber ich fange jetzt mal mit Sonne Mond an, beziehungsweise ich schneide die erstmal auf, so wie immer, weil mir tatsächlich noch so ein bisschen was fehlt. Aber derweil könnt ihr mir ja eigentlich mal erzählen, was ihr von dieser Booster-Auswahl haltet. Weil in den Tinboxen werden ja öfter mal alte Booster verwertet tatsächlich. Wie zum Beispiel Sonne Mond 1. Was natürlich schlecht ist, wenn jemand Standard spielt. Also sprich, immer aktuelle Karten braucht. Aber andererseits denke ich mir, hey, für die Sammlung taugt es immer noch was. Zum an Sammler verkaufen, wenn man was zieht, ebenso. Für Kids, für die das Spiel ja ursprünglich gemacht ist, ist es eigentlich egal. Und die Standardspieler kaufen sich ihre Karten sowieso meistens einzeln, weil wenn sie das durchziehen, kriegen wollen, was sie brauchen. Ja, ich glaube, das wird nichts. So, wir fangen an mit Sonne Mond 1, mit meinem geliebten Lunala. Ich bin wirklich gespannt, ob das verfluchte Sonne Mond 1 diesmal etwas bringt. Ich habe in meinem Leben erst einmal daraus was gezogen. Und ich bin nicht die Einzige. Hallo, Fokus. Dankeschön. Wir haben einen Rotom-Pokédex. Ein Goofer, mein Lieblings-Pokémon. Das aber auch schon gegen mich verwendet wurde. Superball. Geweiher. Wingull. Robball mit dem, ich glaube, schönsten Design ever. Ich sammle ja Robballs, falls ihr das nicht wisst. Fukano. Mabula. Einen Hyperball in Reverse, was ich super finde, weil Items und Trainer in Reverse kann man nie genug haben. Und ein Maskering. Ja, so viel dazu. Ich glaube, da kriege ich echt niemals was raus. Jetzt machen wir Sturm am Firmament auf. Ich bin so gespannt. Ich möchte daraus Logok haben. Klar, Rayquaza auch, aber ich will Logok. Ich liebe Logok, okay? Aber meine Chancen sind wie immer gering. Leider. So. Das war ja übrigens auch das größte Set, das jemals erschienen ist. Mit... Ach nee, doch nicht. Habe ich jetzt was verwechselt? Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Domphan. Muntier. Lanas. Die Karten kenne ich alle nicht, da ich sie ja nicht habe. Und ich gewöhne mir jetzt mal ab, die Karten immer genauer anzuschauen, auch wenn ich sie nicht kenne, weil ihr kennt sie, glaube ich, alle schon. Und wer möchte, kann ja kurz Stopp machen. Fuska. Ein süßes Hydro-Pie. Kann ich das bitte in Reverse haben? Danke. Ein Solgaleo in Reverse. Okay, da sage ich auch nicht nein. Also, Entschuldigung, aber ja. Und ein Regieis. Nicht mal in glitzernd. Wenn es glitzern würde, wäre es ganz hübsch. Ja. Aber Solgaleo. Nice, das ist sogar ein Punkt. Wow. Aber bis jetzt ein Punkt in 2 Boostern? Naja. Machen wir zuerst Gengar auf? Nein. Wir machen zuerst Visaflor auf und heben uns Gengar und Mimikma für eine Überraschung auf. Na, komm raus. Okay.
vorne. Ich habe absolut keine Ahnung, was im Tag Team überhaupt drin ist, ganz ehrlich. Ich kenne nur die Karten vom Pre-Release, sonst nicht. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich verwechselt habe. Echo des Donners war das größte Set, nicht Sturm am Firmament. Ich war eins zu früh. Wir haben einen Galopper, das hat mich auf dem Pre-Release gekillt. Schrecklich. Elektro-Ladegerät, das muss ich mir nachher nochmal angucken, ob das was taugt. Nocturne, ein süßes Woolpix, das hätte ich auch gerne im Reverse. Genauso Wattzopf. Okay, ich nehme es zurück, nicht nur Weberack ist süß. Elezebra, ein Ski. Übrigens, kann mir mal jemand verraten, warum Shigi und also generell immer die Wasser- und Pflanzestarter jetzt Aufmerksamkeit bekommen, plus Glurak, aber irgendwie wird jedes Mal Feuer sonst außen vor gelassen. Ich weiß nicht warum. Tentacha, ein Mimikma in Reverse, das ist immer noch ein Punkt und... Okay, ich sag gar nichts mehr gegen Team Subtrumpf. Wow. Okay. Ich habe mich noch nicht mal gespoilert. Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Geil. Das ist, glaube ich, meine zweite Tag-Team-Karte. Aber ich möchte euch ja nicht spoilern. Hui! Und dann auch noch Evoli. Geil. Ich finde ja tatsächlich die Tinbox gar nicht so schön, also das Design von der Tinbox. Aber das hier ist geil. Also... Okay, ich bin happy. Die Box hat sich jetzt schon gelohnt. Sehr geil. So, hat Gengar oder Mimikma auch noch eine Überraschung für mich? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mein Glück überstrapaziert. Aber, hey, ich sag nichts mehr. Habe ich da gerade was... Ich glaube, ich habe was gefühlt. Aber wahrscheinlich doch nicht. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt geirrt. So. Energie. Nidorino. Eine Richterpfeife. Ein Yasu. Zoroa. Enton. Emolga. Ein Sterndu. Pfiffchen. Ein Klavion. Ja, okay. Das werde ich nicht benutzen wahrscheinlich. Und ein Nidoqueen. Okay. Ich habe mich vertan. Das war wahrscheinlich hier das so... Ja, so geriffelt fühlt sich das gar nicht an. Okay. Ist das eigentlich eine Rare? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, das heißt, ich habe, lasst mich mal kurz überlegen, hat die Tag Team eigentlich mehr Punkte oder sind das drei? Ich glaube, es sind drei, oder? Also im Endeffekt habe ich einen Punkt, zwei Punkte, fünf Punkte aus vier Boostern. Ich habe mich nicht zu beschweren, ehrlich gesagt, das ist nice. Blitzer, ich danke dir. Ich weiß nicht warum, aber... Sämtliche Blitzerboxen, denn Plushy hat ja auch 10, ich glaube 10 Blitzerboxen ausgepackt. Und tatsächlich, Halleluja, war das ein Video und sogar bei mir funktioniert es. Also die Blitzerboxen kann ich empfehlen und sie auch. Oh, ich bin happy. Und ich hoffe, dass ihr auch Glück hattet und ihr dürft mir auch gerne erzählen, wie eure Boxen waren. Gerade was jetzt Aquana und Flamara angeht, ich möchte gerne wissen, was ihr gezogen habt, beziehungsweise wie viele Punkte ihr hattet. Ich denke, die Blitzerbox hier wird als letztes dieser drei kommen, wobei ich das jetzt als erstes gedreht habe. Also mal schauen, was ich in den anderen noch ziehen werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Zocken und wir sehen uns beim nächsten Video, wenn ihr mögt. Macht's gut und ciao!